St. Wendel. Sind wir. Was wollen wir hier? Roman Prologovic besichtigen. Wie es im Fachjargon heißt. Lost im Saarland. Kannst du die erste Folge so nennen, bitte? Danke. Saar im Lostland. Saar im Lostland. Grapes in hand, looking up. Endless wine fills our cup. Drapped in fine, couldn't close. Ah, schöner Rundkurs, kurzer Berg. Schön viele Kurven, wo man Zeit gewinnen kann. Music play, the fist begin. Fills the air, steps quick in. War nicht richtig? Doch. Anton Albrecht und Spitzname der Labak. Tobias Nolde oder auch Noldinger. Luke Wilk und einfach Luke. Ja, also ich bin der Heiko und bin für das körperliche Wohl der Mannschaft zuständig. Ich bin Albert Gartemann und Spitzname wäre Alberto. Alberto. Ich bin Janis Peter und Spitznamen habe ich nicht. Dominik Röber bin ich, a.k.a. Alfons, a.k.a. Röbi, a.k.a. Domi. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ja, ich bin Jens und bin für die Betreuung verantwortlich. Michel, zweiter Mechaniker. Jürgen, Mechaniker. Ey. I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been... Wir stehen hier vor unserer wunderbaren Unterkunft und haben uns heute den Prolog in St. Wendel angeschaut, weil wir die Deutschlandtour dieses Jahr mitfahren dürfen. Und unsere Butze hier, was kann die so? Ehemalige Turnhalle haben wir jetzt geschlussfolgert bei den ganzen Gerätschaften, die hier rumstehen, aber ist mega. Wir haben alle so eine kleine Sauna, wo wir drinnen mietzeln können. Da können wir auf jeden Fall zwei schöne Tage hier verbringen. Ich bin natürlich auch dabei, der nicht sozial kompatible. In einer Menge von Leuten. Also, der Lars hier, wir sind bei der Deutschlandtour, herzlich willkommen. Und wir hoffen, ihr verfolgt uns die kommenden Tage. Liked uns bis zum Abwinken. Und wir wünschen uns hier ganz tolle Tage und werden das Bonbon Deutschlandtour jeden Tag auspacken und uns schmecken lassen. Das ist mal ein kleiner Zwischenbrust. Immer. Wir sind im Saarland, in Spies, in einem, wie heißt es, Gym? In einer ehemaligen Turnhalle. In einer ehemaligen Turnhalle, in einem Knast. So, da sind jeden seine Zimmer. Ich sammle heute Abend die Karten ein und dann kommt hier keiner mehr raus. Na? Weil hier der Kühlschrank, der ist voller Getränke, also muss ich die Karten einsammeln. Bis später, ich gehe jetzt essen. Gute Nacht. Also die aufmerksamen Zuschauer kennen ja schon deine Vorlieben für kreative Gästebucheinträge, aber was hat es jetzt damit auf sich? Ich weiß nicht, das ist mir einfach so eingefallen. Was habe ich jetzt gemacht? Aber jetzt nochmal ganz kurz, morgen 2,3 Kilometer. Ja. Was ist deine Zeit? Wie tippen wir jetzt die Zeiten? 3,03 sage ich. 3,08. Du sollst deine Zeit tippen. Ja, 3,08. 2,59. 3. 2,54. Fertig drüber. Und jetzt du? 3,07. Für Ernest muss reichen. Keine Ahnung. 2 Minuten. Was? 3 Minuten und 10.
gewinnen. Mats Pedersen. Ja, Mats Pedersen wird wahrscheinlich so ein Ding fahren mit 2 Minuten 700 Watt oder sowas. Oder 800. 2 Minuten. Ja. Also 2 Minuten. Und dann platzt er. Dann darf er nicht atmen. Hast du noch einen anderen Favoriten? Nee, ich sage ja Mats Pedersen. Ach so. Ich habe nur nachgeplappert. Ja, Tobias. Weil alles, was Luke Wilk tippt, ist meistens eigentlich richtig. Wer gewinnt? Luke Rowe. Fährt überhaupt mit? Ja, ja, aber der kann mich nicht leiden. Echt? Warum? Müssen wir das, gehen wir da zu einer Geschichte? Österreich-Unfall bin ich mal mies vor die Karre gezogen. Okay. Wer gewinnt in deiner Fantasie? Also in meiner Fantasie gewinnt Nolde auf jeden Fall. Und ich denke, auch so wird Nolde unter die Top 20 fahren. Luke Rowe hasst diesen Trick. Und das Allerwichtigste, wirklich jeden Tag reinschalten und die Videos ordentlich hoch und runter gucken. Das wird richtig genial. Das fetzt.